6 Jahre lang ist das Wohngeld nicht verändert worden. Und in dieser Zeit, das erleben wir alle, sind ja die Mieten in vielen Regionen deutlich gestiegen. Ich finde, es ist höchste Zeit, das Wohngeld zu verbessern. Damit greifen wir den Menschen ein Stück weit unter die Arme, deren Einkommen nicht so hoch sind. Wir sorgen dafür, dass auch für sie Wohnen bezahlbar bleibt. Dafür haben wir uns in den Koalitionsverhandlungen eingesetzt, und ich bin sehr froh, wenn uns dies nun gelingt. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Wohngeld ist ein Bauteil unserer Politik, die darauf abzielt, das Wohnen in Deutschland bezahlbar zu halten. Für diese Politik setzen wir viele Hebel an. Wir wollen auch, dass in Deutschland wieder mehr gebaut wird, vor allem auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen, dass wieder mehr Menschen Wohngeld bekommen und dass die Wohngeldhaushalte mehr Wohngeld erhalten. Seit der letzten Wohngeldreform 2009 sind die Brutto-Kaltmieten und die warmen Nebenkosten deutlich gestiegen, also die Brutto-Warmmieten insgesamt gestiegen. Wir wollen die Tabellenwerte an die Einkommens- und Mietenentwicklung anpassen und erhöhen sie um durchschnittlich 39%. Davon profitieren alle Wohngeldhaushalte, unabhängig von ihrem Wohnort und von dem Mietenniveau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie alle wissen, in einigen Regionen sind die Mieten deutlicher gestiegen und in anderen eben nicht. Deshalb passen wir die Miethöchstbeträge an die regional unterschiedlichen Mietentwicklungen an. Rund 870.000 einkommensschwache Haushalte werden von der Wohngeldreform profitieren. Rund 324.000 Haushalte werden erstmals oder erneut einen Anspruch auf Wohngeld haben. Und unter denen werden insgesamt etwa 90.000 Haushalte von der Grundsicherung ins Wohngeld wechseln können. Hinter diesen Zahlen stehen Hunderttausende Menschen, die lange auf die Wohngelderhöhung gewartet haben. Und wir haben diese Erhöhung versprochen, und wir halten gemeinsam Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurden viele weitere Punkte erörtert. Dazu zählen die Klimakomponente, die Heizkostenkomponente und eine Dynamisierung. Lassen Sie mich darauf kurz eingehen. Wir wollen, dass sich möglichst viele Haushalte energetisch sanierte Wohnungen leisten können. Von einigen wurde auch kritisiert, dass keine eigenständige Heizkostenkomponente enthalten ist. Es ist allerdings so, ob die Heizkosten wie 2009 durch eine Heizkostenkomponente oder wie im vorliegenden Gesetzentwurf bei den Tabellenwerten berücksichtigt werden, hat auf die Höhe des Wohngeldes in den meisten Fällen keinen Einfluss. Lassen Sie mich schließlich noch etwas zur Dynamisierung sagen. Ich habe mich dazu schon in der Regierungsbefragung im März auch geäußert. Eine Dynamisierung des Wohngeldes ist unter sozialen Gesichtspunkten natürlich wünschenswert. Ich kenne aber auch selbstverständlich die Position des Bundesfinanzministers. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wohngeld ist ein sozialpolitisches Instrument. Wir stärken die Position von Menschen mit niedrigen Einkommen auf dem Wohnungsmarkt. In diesem Zusammenhang ist der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD für mich sehr gut nachvollziehbar, und er ist auch wirklich gut. Er sieht vor, das Wohngeld alle 2 Jahre zu überprüfen, erstmals zum 30. Juni 2017, und damit früher als noch im Gesetzentwurf vorgesehen eine Evaluierung vorzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Ziel ist es, und ich denke, das werden wir auch gemeinsam schaffen, dass die Wohngeldverbesserung am 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft treten kann. Wir alle wissen, dass viele Menschen dringend darauf angewiesen sind. Wir sollten sie nicht länger warten lassen, sondern gemeinsam dieses gute Gesetz verabschieden. Und ich bitte um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Soweit Bundesministerin Barbara Hendricks, erste Rednerin hier in dieser Debatte zur Wohngelderhöhung. Ihr Antworten wird jetzt Heidrun Blun für die Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland geht immer weiter zurück. Wir haben in verschiedenen Studien bereits zur Kenntnis genommen, dass insgesamt bei den Sozialwohnungen 4 Millionen Wohnungen in Deutschland fehlen. In Wachstumsregionen und in Hochschulstädten ist Wohnen für viele Menschen mittlerweile unbezahlbar geworden. Das Lohnniveau kann mit der Steigerung der Mietpreise nicht mitziehen. Das ist der Alltag für viele Mieterinnen und Mieter bei uns im Land. Aber das ist auch die Ausgangslage für uns im Parlament, an der wir die vorgelegte Wohngeldnovelle messen müssen.
ein dicker Roman, der uns vorgelegt wurde als Gesetzesentwurf der Regierung. Wir haben ein aufwendiges Verfahren von Referentenentwurf, Regierungsentwurf, erster Lesung im Parlament, Expertenanhörung und Beratung in den Ausschüssen bis heute hier in der zweiten und dritten Lesung hinter uns gebracht. Man könnte vermuten, jetzt wird alles gut, vor allem auch vor dem Hintergrund dessen, was die Ministerin eben hier vorgetragen hat. Man könnte glauben, das ist ein großer Wurf. Aber weit gefehlt, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung nimmt lediglich zur Kenntnis, dass eine Wohngeldreform begrüßt wird im Allgemeinen und diese auch dringend gebraucht wird. In der Anhörung zum Beispiel war doch schnell klar, dass die Sachverständigen zu uns nicht als Klaköre gekommen sind, sondern sie hatten ernsthafte Kritik und viele kluge Änderungsvorschläge im Gepäck. Nichts davon, aber auch gar nichts davon hat die Bundesregierung zur Kenntnis genommen oder konnte wegen Herrn Schäuble wahrscheinlich diese Dinge auch nicht in den Gesetzentwurf einarbeiten. Die vorgelegten Entschließungsanträge oder der Entschließungsantrag der Koalition zeigt noch mal auch die Ignoranz und die Lebensferne, die an den Tag gelegt wird, wenn man an dieser Stelle tatsächlich etwas ernsthaft positiv für die Bürgerinnen und Bürger, die davon betroffen sind, ändern wollte. Dem Anspruch, dass mit dieser Wohngeldreform die Durchmischung von Wohnquartieren erhalten bliebe und die Ghettobildung vorgebeugt wird, wird diese Novelle jedenfalls nicht gerecht. Auf den Anspruch der vollen Wahlfreiheit bezüglich der eigenen Wohnung kann diese Novelle aus meiner Sicht auch in keiner Weise darstellen. Frau Hendricks sagte eben, wir wollen, dass die Haushalte wieder mehr Wohngeld erhalten. Ja, sie kriegen in der absoluten Zahl sicherlich mehr Geld. Aber es wird ja nur aufgeholt, was seit 7 Jahren schon abgespart worden ist, wegen dieser verschiedenen Diskrepanzen zwischen Lohnentwicklung und Mietentwicklung. Meine Damen und Herren, das ist aus meiner Sicht Augenwischerei. Diese Augenwischerei wird DIE LINKE ablehnen. Der Entschließungsantrag der Grünen geht aus unserer Sicht deutlich über die Anträge der Bundesregierung hinaus. In vielen Punkten könnten wir dem zustimmen, aber auch leider, Herr Kühn, bleiben Sie mit Ihrem Entschließungsantrag im bestehenden Denkschema der bisherigen Wohngeldpolitik hängen. Deshalb werden wir uns enthalten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ganze System der Wohngeldleistung hat einen grundlegenden Konstruktionsfehler. Es schaut nicht nach vorn, es schaut nicht in die Zukunft, sondern es repariert nachträglich und notdürftig die schlimmsten Schäden der vergangenen 6 Jahre. Die Überprüfung des Wohngeldes in bedarfsgerechten Abständen, was immer das auch sein soll, sichert eben nicht, dass dessen Leistungsfähigkeit erhalten bleibt, sondern bestenfalls, so wie mit der aktuellen Reform vorgeschlagen, dass die bereits eingetretenen Wirkungsverluste nur für kurze Zeit wieder ausgeglichen werden. Das gegenwärtige Wohngeldsystem ist nicht geeignet, der ständig größer werdenden Lücke zwischen steigenden Wohnkosten und dem niedrigen Einkommen der wohngeldberechtigten Menschen wirkungsvoll, dauerhaft und vor allem vorbeugend entgegenzuwirken. Wir brauchen aber ein Wohngeld, das die klaffende Lücke zwischen realem Einkommen und Mietsteigerungen wirklich schließt. Und genau das schlagen wir mit unserem Entschließungsantrag vor. Die Ausgangsprämissen unserer Vorschläge sind: Menschen mit Anspruch auf Wohngeld sollen unter Berücksichtigung angemessener Wohnungsgröße und Ausstattung nicht mehr als 30% ihres Haushaltsnettoeinkommens für Wohnkosten ausgeben müssen. Das wäre eine wirkliche Dynamisierung. DIE LINKE will, dass Haushalte nach Abzug der Miete am Anfang des Monats auch noch das Geld haben, um mit den Kindern in den Zoo oder ins Kino zu gehen oder mit der Oma auch mal einen Kaffee trinken zu können. Zweitens. Der Wohngeldanspruch muss sich aus der tatsächlich zu zahlenden Brutto-Warmmiete ableiten. DIE LINKE will, dass alles, was mit dem Wohnen bezahlt werden muss, auch Grundlage der Wohngeldberechnung wird. Denn steigende Kosten für Energie und öffentliche Abgaben führen auch zu spürbaren Mehrkosten für Mieterinnen und Mieter, und das Jahr für Jahr. Drittens. Der Höchstbetrag des Wohngeldes muss sich aus der ortsüblichen Vergleichsmiete bzw. dem Mietspiegel der jeweiligen Gemeinde ableiten. Damit will DIE LINKE, dass alle Mieterinnen und Mieter wirkliche Wahlfreiheit bekommen, so zu wohnen und dort zu wohnen in allen Stadtteilen und bei allen Anbietern von Wohnraum. Nur so verhindern wir wirklich Segregation und Ghettoisierung. Viertens. Die Einkommensgrenze für den Wohngeldanspruch und die zu berücksichtigende Wohnungsgröße soll sich an den Bundesländern gemessenen Bemessungsgrenzen für Wohngeldberechtigungsscheine nach dem Wohnraumförderungsgesetz orientieren.
weil die Linke will, dass die regionalen Unterschiede auf dem Wohnungsmarkt in der gesamten Republik tatsächlich berücksichtigt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass jederzeit die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um das Wohngeld künftig bedarfsgerecht, dauerhaft und auskömmlich auszustatten. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Die Linke will also eine wirkliche Reform des Wohngeldes, eine Reform für alle Bürgerinnen und Bürger, um das Grundrecht auf angemessene Wohnung überall zu gewährleisten. Und um das noch mal zu untersetzen, werden wir demnächst mit Gemeinnützigkeit noch mal wieder mit Ihnen diskutieren. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte einfach ein bisschen die Zeit im Auge zu behalten. Wir haben eine sehr, sehr lange Tagesordnung. Wir haben viele namentliche Abstimmungen. Und deshalb bitte wirklich die Zeit im Auge behalten. Als nächste Rednerin hat Yvonne Magwas von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der heutigen Debatte schließen wir die Novelle des Wohngeldgesetzes erfolgreich ab. Damit setzen wir ein weiteres Vorhaben der Koalition, des Koalitionsvertrages um. Das Leistungsniveau des Wohngeldes wird angehoben. Einkommensschwache Haushalte werden damit auch angesichts der zunehmenden regionalen Engpässe auf dem Wohnungsmarkt sowie der steigenden Mieten und Heizkosten schnell, wirkungsvoll und treffsicher entlastet. Insbesondere Bürger mit niedrigen Einkommen und Renten sowie kurzfristig Arbeitslose profitieren von unserer Reform. Damit schaffen wir auch eine schnelle Verbesserung für diejenigen, die fortan wieder Wohngeld beziehen können oder einen höheren Wohngeldanspruch haben. Ich denke, es ist uns gelungen, den ordentlichen Gesetzentwurf der Bundesregierung in den letzten Wochen in den parlamentarischen Beratungen abzurunden. Sowohl die Anregungen des Bundesrates als auch die Erkenntnisse aus der Anhörung der Experten konnten aufgegriffen werden. Zusätzlich haben wir auch die Baustellen für die Zukunft in unserem Entschließungsantrag festgehalten. Damit nehmen wir die weitere Entwicklung im Wohngeldbereich auch in unser Blickfeld. Unsere wohnungspolitische Perspektive ist aber insgesamt weiterzufassen. Mit dem vor einem Jahr gegründeten Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen soll ein ganzes Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Lage auf dem Wohnungsmarkt erarbeitet werden. Nach nun 12 Monaten warten wir mit Spannung auf den angekündigten Zwischenbericht. Sie kennen mein Credo: Bauen, bauen, bauen. Der Blick auf die Zahlen bestätigt es nämlich täglich. Wir sind noch weit weg von den Wohnungsbauzahlen, die für einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt erforderlich sind. Die konkreten Vorschläge des Bündnisses müssen geeignet sein, genau diese Lücke zu schließen. Wer eine neue Wohnung braucht, sollte dies auch in einer vertretbaren Zeit finden können. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Maßnahmenpaket ist hoffentlich das neue Förderprogramm für nachhaltiges Wohnen für Studierende und Auszubildende. Architektonische, bauliche und technische Innovationen sollen helfen, die Lage auf diesem Segment des Wohnungsmarktes zu verbessern. Gerade auch mit Blick auf den Zuzug von Studierenden und Auszubildenden ist dies dringend geboten. Mit insgesamt 120 Millionen Euro können viele Modellvorhaben gefördert und das Problem auch mittelfristig gelöst werden. Meine Damen und Herren, ich sage ganz bewusst, wir brauchen insgesamt mehr Investitionen in den Wohnungsmarkt. Und wir wollen uns auch nichts vormachen, die öffentliche Hand oder die öffentlichen Unternehmen allein sind damit hoffnungslos überfordert. Wir brauchen also auch wirksame Anreize für zusätzliche private Investitionen in den Wohnungsmarkt. Vor diesem Hintergrund warne ich vor der gegenwärtig vielerorts aufkommenden Stimmungsmache gegen private Vermieter oder die Wohnungswirtschaft im Allgemeinen. Sicher, es gibt vereinzelt schwarze Schafe. Aber diese kritikwürdigen Einzelfälle rechtfertigen noch lange keine Verallgemeinerung
und schon gar keinen gesetzgeberischen Aktionismus. Meine Damen und Herren, nun zurück zum Wohngeld. Das Wohngeld gehört zu einem der wichtigsten Werkzeuge der sozialen Wohnungspolitik in Deutschland. Es hat sich bewährt und wird von den Bürgern als echte Hilfe geschätzt. Neben der Mietpreisbremse und dem angesprochenen Bündnis ist die Erhöhung des Wohngeldes ein weiterer wichtiger Schritt der Koalition, das Wohnen in Deutschland bezahlbar zu machen. Bereits heute beziehen knapp 700.000 Haushalte einen Wohngeldzuschuss. Der Zuschuss entlastet sie bei der Miete oder den Aufwendungen für ihr Wohneigentum. Das Wohngeld sorgt dafür, dass die bezugsberechtigten Haushalte trotz eines geringen Einkommens ihre Kostenbelastung durch die Miete deutlich senken können. Es hilft, steigende Mieten auszugleichen, ohne die gewohnte Umgebung durch Wegzug in günstigere Quartiere verlassen zu müssen. Damit schützen wir auch die Quartiere vor Gentrifizierung. Das Wohngeld ist effizient und treffsicher. Es ist auf den individuellen Bedarf eines Haushaltes ausgerichtet. Und auch regionale Faktoren wie das unterschiedliche Mietniveau werden berücksichtigt. Wegen der steigenden Mieten und Einkommen muss das Wohngeld in Abständen nachjustiert werden. Seit der Einführung des Gesetzes wurde es aus diesem Grund in der Vergangenheit mehrfach novelliert, zuletzt im Jahr 2009. Mit der diesjährigen Erhöhung werden künftig rund 870.000 Haushalte zusätzlich Wohngeldleistungen erhalten können. 90.000 Haushalte werden durch die Wohngeldreform künftig, statt Leistungen aus der Grundsicherung zu beziehen, wieder in den Wohngeldbezug wechseln. Und mit der Reform werden auch die Kommunen entlastet. Für sie macht es nämlich einen großen Unterschied, ob jemand Wohngeld oder Grundsicherung bezieht. Die Grundsicherung muss die Kommune stemmen, während das Wohngeld aus den Mitteln von Bund und Ländern finanziert wird. Wenn 90.000 Haushalte wieder Wohngeld statt Grundsicherung beantragen können, dann entlasten wir damit auch die Haushalte der Kommunen. Meine Damen und Herren, das Wohngeld hat eine bessere strukturelle Anreizwirkung als die Grundsicherung. Höheres Einkommen bei Wohngeldbezug führt automatisch zu einem höheren Nettoeinkommen für den Haushalt. Wer ein zusätzliches Einkommen von 10 Euro bezieht, der verliert im Gegenzug nur ca. 3 Euro Wohngeld. Damit setzt das Wohngeld bessere Anreize zur Einkommenssteigerung als das Grundsicherungssystem. Und das, meine Damen und Herren, ist ein weiterer Grund, warum die uns heute vorliegende Novelle so wichtig ist. Meine Damen und Herren, der Umwelt- und Bauausschuss hat eine Anhörung von Sachverständigen zum Gesetzentwurf durchgeführt. Dort haben alle Sachverständige unisono die Reform des Wohngeldgesetzes begrüßt. Natürlich haben wir mit den Experten auch darüber beraten, wie wir das Wohngeld auch in Zukunft leistungsfähig halten können. Wir werden gesetzlich verankern, dass das Wohngeld alle 2 Jahre überprüft wird. Das bleibt kein interner Prozess, meine Damen und Herren. Vielmehr muss die Bundesregierung die Prüfergebnisse dem Deutschen Bundestag und damit der Öffentlichkeit vorlegen. Die Prüfung betrifft die Höchstbeträge für Mieten, die Mietenstufen und die Höhe des Wohngeldes. Dabei ist der bundesdurchschnittliche und der regionalen Entwicklung der Wohnkosten sowie der Veränderung der Einkommensverhältnisse und der Lebenshaltungskosten Rechnung zu tragen. Diese aufgezählten Bedarfsfaktoren verändern sich ständig und sind regional unterschiedlich. Wir wollen das Wohngeld in seiner Leistungsfähigkeit und Effizienz erhalten und einer jährlich abnehmenden Leistungswirkung sinnvoll begegnen. Ohne Anpassung würden wir bislang zahlreiche Haushalte durch Einkommenssteigerung aus dem Wohngeldbezug herauswachsen. Andere Haushalte wechseln in Grundsicherung oder Hartz IV. Der damit verbundene bürokratische Aufwand sowohl für die Kommunen als auch für die Betroffenen ist sinnlos und hilft niemandem. Meine Damen und Herren, wir möchten eine präzise Überprüfung
und eine möglichst umfassende Information über die Lage am Wohnungsmarkt. Die Berechnung des Wohngeldes bezieht sich, wie gesagt, auf viele unterschiedliche Einflüsse, zum Beispiel die Mietenhöhe, die Einkommensentwicklung und die regionalen Faktoren. Das sich daraus ergebende Bild ist für Deutschland sehr heterogen. Für die Berechnung brauchen wir daher dringend einen fundierten Wohngeld- und Mietenbericht der Bundesregierung. Dafür wollen wir auch die Bundesländer mehr in die Verantwortung nehmen. Das macht Sinn, denn die Länder sind seit 2007 für Wohnungsbaumaßnahmen wie den sozialen Wohnungsbau oder ganz neu für die Ausweisung von Gebieten, in denen die Mietpreisbremse gilt, zuständig. Zentraler Bestandteil wird dabei sicherlich der freiwillige Bericht der Länder gegenüber dem Bund sein. In diesem Bericht wollen die Länder den Bund regelmäßig über die Wohnraumförderung und den Einsatz der Entflechtungsmittel zur Finanzierung von Maßnahmen des Wohnungsbaus informieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe unseren Entschließungsantrag bereits erwähnt. Wir wollen ergebnisoffen prüfen, ob es einen cleveren, einen intelligenten Mechanismus gibt, der das leidliche, immer wiederkehrende Herauswachsen bzw. Herausfallen aus dem Wohngeldbezug hinein in die Grundsicherung stoppt. Ich bin sehr optimistisch, dass wir den Drehtüreffekt gut in den Griff bekommen können. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich allen Beteiligten herzlich für die wirklich sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Wochen danken. Sowohl die Führungs- und Fachebene des BMUB, die Länderministerien als auch die Mitglieder der Koalitionsfraktionen haben gute Arbeit geleistet. Dem Gesetzentwurf kann damit mit gutem Gewissen zugestimmt werden. Vielen Dank. Soweit die Rede von Yvonne Marquas für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihr jetzt Christian Kühn, Bündnis 90, die Grünen und dort Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik. Ja, danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland ist eben nicht alles gut, Frau Marquas. Die Mieten explodieren weiterhin. In den Häusern gibt es Luxussanierungen. Bezahlbarer Wohnraum ist in vielen Städten knapp und ist längst zur Ware und zum Spekulationsobjekt geworden. Durch Gentrifizierung werden ganze Bevölkerungsschichten an den Rand der Städte gedrückt. Und ich finde, damit muss endlich Schluss sein in Deutschland. Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis und jeder hat Recht auf einen bezahlbaren Wohnraum und eine Wohnung. Und hier wurde bereits ja eine Gesamtstrategie der Bundesregierung vorgestellt. Zu so einer Gesamtstrategie, die Frau Hendricks erwähnt hat, gehört aus meiner Sicht ein sozial- und ökologisches Mietrecht. Ich finde, davon sind wir noch weit entfernt und wir warten ja auf die Modernisierungsumlage, die Sie ja auch reformieren wollen. Einen gemeinwohlorientierten Wohnungsbau kann ich in Deutschland in vielen Bereichen nicht erkennen. Eher einen hochpreisigen Eigentumswohnbau, aber eben keinen sozialen Wohnbau, der wirklich sozusagen an gemeinnützigen Kriterien sich orientiert. Und was ich auch nicht erkennen kann, ist, dass Sie mit dieser Reform das Wohngeld wirklich nach vorne bringen. Ich finde, mit dieser Wohngeldreform, die Sie uns heute hier vorlegen, haben Sie eine große Chance vertan. Sie hätten hier zeigen können, wie Sie Klimaschutz und Wohnen zusammenbringen, wie Sie soziale Gerechtigkeit und Wohnen zusammenbringen. Aber diese Novelle trägt leider nicht die Handschrift derjenigen, die heute hier gesprochen haben. Und Frau Hendricks hat es ja auch freimütig zugegeben, sie trägt halt die Handschrift des Rotstifts von Wolfgang Schäuble und der Haushälter der Großen Koalition, die wie zum wiederholten Male, wie bei der Liegenschaftspolitik, hier beim Wohngeld auch eine vernünftige und gute Wohnungspolitik verhindert haben. Wir haben ja die gemeinsame Anhörung der Sachverständigen gehabt. Und alle Sachverständigen, Frau Marquas, haben natürlich gesagt, es ist gut, dass jetzt endlich mal ein bisschen was passiert. Aber Sie haben auch gesagt, dass dieses Wohngeld, wie Sie es vorlegen, diesen Gesetzentwurf, dass der ganz, ganz große Fehler hat. Das hat sowohl der Städtetag gesagt, das hat die Caritas gesagt, das hat der Deutsche Mieterbund gesagt, die Wohnungswirtschaft hat es gesagt und das Deutsche Institut für Wirtschaft.
Und es gibt nämlich drei grundlegend fehlende Elemente in ihrer Wohngeldreform. Einmal die Dynamisierung, der Drehtüreffekt, den Sie eben nicht abstellen. Sie haben es selbst noch mal beschrieben, welche Probleme es sind für die Kommunen, welche Probleme das sozusagen aus sozialpolitischer Perspektive hat. Sie haben es nicht geschafft, in dieser Novelle hier eine Antwort darauf zu geben, und das ist eine vertane Chance. Sie haben nun gesagt, Frau Marquas, diese Anregungen wurden aufgenommen, in bedarfsgerechten Abständen zu überprüfen. Ich sage Ihnen, diese Überprüfung in 2 Jahren wird dazu führen, dass man erstmal sagt, ist alles in Ordnung, weil das Wohngeld ja gestiegen ist. Dann wird man in 4 Jahren wieder überprüfen und feststellen, das Wohngeld sinkt ab, wir haben das Problem beim Drehtüreffekt, und dann werden wir die nächste Novelle 2021 vom Wohngeld haben. Und das ist viel zu spät. Bis 2021 können die Menschen in unseren Städten, die auf Wohngeld angewiesen sind, eben nicht warten. Zur Heizkostenkomponente. In Ihrer Begründung zum Gesetzentwurf sagen Sie ja, dass die Preise für Strom, Gas und Brennstoffe seit 2009 bis 2014 um 17% gestiegen sind. Und sie werden auch in den nächsten Jahren steigern. Aber durch Ihre Novelle werden eben auch diese Heizkosten nicht dynamisiert. Und damit werden Sie eben auch wieder Menschen aus dem Wohngeld rausdrücken. Und deswegen tun Sie eben auch nichts für den Heizkostenzuschuss, den man auch mal, sag mal, ohne eine Wohngeldnovelle anpassen könnte, rein. Und deswegen ist es ein Fehler, dass dieser Heizkostenzuschuss hier bei dieser Wohngeldnovelle nicht enthalten ist. Und der größte Fehler, den Sie machen, finde ich, ist die Klimakomponente. Hier liegt ein Instrument vor, wie man Klimaschutz und Wohnen miteinander verbinden kann, wie man für sozial schwache Mieterinnen und Mieter in Deutschland es ermöglichen kann, dass sie in gut sanierten Wohnungen leben. Und dass Sie dieses Instrument nicht anwenden, aber jetzt wieder in Ihren Entschließungseintrag reinschreiben, dass Sie es überprüfen wollen, ist, finde ich, ein bisschen eine Farce. Sie haben im NAPE reingeschrieben, dass Sie es überprüfen wollen. Sie schreiben es jetzt hier rein, dass Sie es überprüfen wollen. Und Sie werden es bestimmt noch mal irgendwann beschließen, dass Sie es wieder überprüfen wollen. Aber ich will nicht, dass Sie es überprüfen, sondern dass Sie es einführen. Und ich finde, hierfür tun Sie eine große Chance in Sachen Klimaschutz. Ihr Entschließungsantrag, ja, der hat 3 Prüfaufträge, und ich finde, das ist an symbolischer Symbolpolitik fast nicht mehr zu überbieten. Ja? Die Menschen in Deutschland erwarten von Ihnen, dass Sie eine zukunftsfestige Wohngeldreform machen. Das tun Sie hiermit nicht. Ich finde, Sie haben eine Chance vertan, und ich glaube, das ist schade, nicht nur für die Mieterinnen und Mieter in Deutschland, sondern für all jene, die darauf hoffen, dass wir eine Wende auf den Wohnungsmärkten hinbekommen. Und das tun wir eben mit dieser Politik, die Sie hier gerade vorgestellt haben und die uns hier vorgelegt ist, leider nicht. Dankeschön. Die Kritik von Christian Kühn, Bündnis 90, die Grünen an dem vorgelegten Gesetz zur Wohngelderhöhung war das. Nächster Redner ist jetzt Steffen Claudio Lemme für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Debatte über die Wohngeldreform sprechen wir ja viel über Zahlen. 870.000 beispielsweise die Anzahl der Haushalte, die von der längst überfälligen Anpassung des Wohngeldes an die Mieten- und Einkommensentwicklung profitieren werden. 27.000 davon sind Haushalte von Alleinerziehenden. 320.000 von ihnen erhalten wieder oder zum ersten Mal Wohngeld, und 90.000 werden nicht mehr länger auf die Sozialhilfe angewiesen sein. Als Haushaltspolitiker reihe ich noch 2 letzte Zahlen ein. 730 Millionen Euro stellt der Bund im kommenden Jahr für das Wohngeld bereit, ein Plus von 100 Millionen Euro gegenüber dem Finanzplan. Jetzt möchte ich mit Zahlen aufhören, denn eigentlich müsste die Debatte unter der Überschrift Arm trotz Arbeit stehen. Schließlich reden wir vor allem über berufstätige Bürgerinnen und Bürger, die, obwohl sie arbeiten, zu wenig verdienen, um sich eine vernünftige Wohnung leisten zu können, oder die aus ihrem gewohnten Umfeld in Randgebiete verdrängt werden. Wir reden über ältere Menschen, die ein langes, hartes Arbeitsleben hinter sich gebracht haben und mit einer Rente auskommen müssen, die ihnen nach Abzug der Miete kaum noch etwas zum Leben übrig lässt. Und wir reden über Familien, deren Einkommen nicht ausreicht, um ihr bescheidenes Eigenheim weiter zu finanzieren. Bei der Wohngeldreform, die wir Sozialdemokraten
jetzt nach 7 Jahren Durststrecke auf den Weg bringen, geht es um Unterstützung für ein menschenwürdiges Leben. Diese Wohngeldreform kann nur ein erster Schritt sein. Selbstverständlich dürfen wir bis zur nächsten Reform keine weiteren 7 Jahre vergehen lassen. Ein viel zu langer Zeitraum, in dem zahlreiche Menschen die Unterstützung wieder verlieren. Deshalb sollen die Mietstufen und die Wohngeldhöhe künftig nicht mehr alle 4, sondern alle 2 Jahre überprüft werden. Außerdem haben wir einen Entschließungsantrag eingebracht, der Bund und Länder zu einer Prüfung einer Klimakomponente im Wohngeld auffordert. Das Leben in energetisch saniertem Wohnraum darf aufgrund der höheren Kaltmieten nicht nur Besserverdienenden vorbehalten bleiben. Mit der Berücksichtigung einer Klimakomponente beim Wohngeld könnten wir Investitionen in die Energieeffizienz befördern, unseren nationalen CO2-Minderungszielen näher kommen und die soziale Durchmischung in den Wohnquartieren stärken. Wir müssen dem Effekt entgegentreten, dass zahlreiche Geringverdiener schon nach kürzester Zeit aus dem Wohngeld in die Grundsicherung zurückfallen. Deshalb wollen wir, dass Modelle für eine automatische Anpassung des Wohngeldes untersucht werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anhebung des Wohngeldes ist wie der gesetzliche Mindestlohn oder die Erhöhung des Kinderfreibetrages und Entlastungsbetrages für Alleinerziehende notwendig, um Armut trotz Arbeit zu bekämpfen. Ich hoffe, die Bürgerinnen und Bürger wissen, welche Fraktion diese Entlastung in den Deutschen Bundestag eingebracht hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Dr. Anja Weisgerber von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist erneut ein guter Tag für Mieterinnen und Mieter in Deutschland. Wir beschließen heute wichtige Leistungsverbesserungen beim Wohngeld. Etwa 870.000 Haushalte werden davon profitieren. Die Koalition ist sich der Herausforderung durch die ansteigenden Mieten, vor allen Dingen in den Ballungsgebieten, durchaus bewusst. Und deswegen haben wir auch im Koalitionsvertrag den wohnungspolitischen Dreiklang beschlossen. Investitionstätigkeit stärken, ganz, ganz wichtig, sozialen Wohnungsbau wiederbeleben und dies durch Änderungen im Mietrecht politisch flankieren. Die Wohngeldreform leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Wohnen bezahlbar bleibt. Das Wohngeld wirkt zielsicher und orientiert sich am individuellen Bedarf der Haushalte sowie den regional unterschiedlichen Mietmärkten. Das Wohngeld ist eine vorverlagerte Sozialleistung und ein wichtiger Baustein, damit sich einkommensschwache Familien bezahlbares Wohnen leisten können und in ihren angestammten Wohnvierteln auch wohnen bleiben können. Aber das Wohngeld ist, wie die Mietpreisbremse, nur ein Bestandteil einer Gesamtstrategie. Entscheidend ist, dass wir ausreichend bezahlbaren Wohnraum haben. Und daran fehlt es eben teilweise in einigen Ländern Deutschlands. In diesem Zusammenhang wird immer wieder auch die Frage der sozialen Wohnraumförderung aufgeworfen. Dies liegt in der Zuständigkeit der Länder. Die Länder werden der Verantwortung aber höchst unterschiedlich gerecht. Bayern zum Beispiel nutzt die Kompensationsmittel vollumfänglich für soziale Wohnraumförderung. In anderen Ländern sieht es jedoch anders aus. Unser Wunsch ist, dass allen Ländern ihrer Verantwortung auch gerecht werden. Und wir werden in die regelmäßige Evaluation des Wohngeldes durch den Wohn- und Mietenbericht auch die Berichte der Länder stärker einbeziehen.
gerade weil wir eben so regional unterschiedliche Wohnungsmärkte haben. Dafür sind diese Berichte über die Wohnraumförderung und auch Daten über die Gebiete, in denen die Länder im Zuge der Mietpreisbremse einen angespannten Wohnungsmarkt ausgewiesen haben. Diese Daten sind eben sehr, sehr wichtig. Und wir brauchen diese Daten und Berichte der Länder auch, um bewerten zu können, ob die Gelder des Bundes eben auch für die Wohnraumförderung eingesetzt werden. Und das werden wir einfordern. Zudem werden wir das Wohngeld künftig alle 2 Jahre überprüfen, um zeitnah auch auf Veränderungen reagieren zu können, auch mit diesen Daten, die in ganz Deutschland evaluiert werden. Neben dem Gesetzentwurf gibt es auch einen Entschließungsantrag, der auch zur Weiterentwicklung des Wohngeldes beitragen soll. Und da gibt es ein Thema, was mich natürlich als Klimapolitikerin besonders interessiert, was mir sehr, sehr wichtig ist. Momentan ist es eben so, dass die Berechnung des Wohngeldes sich nach der Bruttokaltmiete richtet. Und da gibt es die Problematik, dass die Kaltmiete eben nach der energetischen Sanierung oft sehr hoch ist, sodass sich einkommensschwache Haushalte, die Wohngeld beziehen, bei der Anmietung, dass die bei der Anmietung von energetisch sanierten Wohnungen dann benachteiligt sind. Und deswegen müssen wir darauf reagieren. Und deswegen, ja, Herr Kühn, es ist im Klimaaktionsprogramm 2020 auch enthalten, dass wir das Wohngeld um die Klimakomponente erweitern wollen. Und wir wollen dies auch. Aber wir wollen es halt richtig machen. Und wir brauchen dafür den richtigen Weg. Da müssen wir Experten mit einbeziehen. Da müssen wir auch die Länder mit einbeziehen. Das müssen wir auch mit allen Beteiligten ausverhandeln. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dort eine gute Lösung finden, weil es wichtig ist, um ja auch einen Beitrag zur Energieeffizienz leisten zu können. Wir müssen die Einsparpotenziale im Gebäudebereich nutzen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Gesetzentwurf und dem Entschließungsantrag haben wir unserer Meinung nach ein gutes Paket geschnürt. Die gesamte Koalition hat dieses Paket auf den Weg gebracht, sprich Union und SPD zusammen. Und ich glaube, dass wir damit alle gemeinsam gute Leistungsverbesserungen für unsere Haushalte eben auch in dem Bereich, wo es auch notwendig ist, hinbekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als letzter Redner in dieser Debatte hat Michael Groß von der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe schon gehört, Sie sind eine großzügige Präsidentin wegen der Redezeit. Ich werde mich aber beeilen. Ich werde mich aber beeilen, dass wir dann rechtzeitig fertig werden. Frau Weisgerber, wir werden noch mal richtig gute Freunde, NRW und Bayern. Wir geben beide die Förderung für die Sozialraumförderung zweckgebunden aus. Wir haben natürlich ein großes Ziel. Wir brauchen eigentlich mehr sozialen Wohnraum und mehr soziale Wohnraumförderung. Und deswegen müssen wir auch mit Blick auf die wachsenden Anforderungen in den Regionen dafür sorgen, dass wir eigentlich noch mehr Geld in die soziale Wohnraumförderung, aber zweckgebunden einspeisen. Ich hoffe, Sie werden uns da unterstützen und wir gehen da einen gemeinsamen Weg. Frau Blum, ich bin immer begeistert von Ihren Reden, aber Sie haben mir heute gesagt, wir haben eigentlich das, was finanziell bisher nicht passiert ist, noch nicht mal aufgeholt. Also die Menschen sind aus der Wohngeldförderung herausgefallen, aus dem Wohngeld. Es ist kein großer Wurf. Ich bin froh, dass so viele Menschen, fast 900.000, wieder davon profitieren, 300.000 neu. Das ist ein großer Gewinn für uns, das ist vor allen Dingen ein großer Gewinn für die Menschen heute Morgen. Und wir wissen genau die Zahlen. Wir wissen genau die Zahlen. Wir haben 9% der Hartz-IV-Haushalte, die arbeiten gehen. Der Kollege Claudio Lemme hat es gerade auch, Steffen Claudio Lemme, geschildert. 9%, die arbeiten gehen, die können ihren Lebensunterhalt finanzieren, aber nicht das Wohnen. Das müssen wir ändern, da haben Sie recht. Aber deswegen haben wir einen sehr intelligenten Entschließungs- und Änderungsantrag auf den Weg gebracht. Und ich bin ja sehr froh, dass bei uns der Haushälter gesprochen hat. Wir sind sehr sicher, dass wir in 2 Jahren, weil wir einen Prüfauftrag auf den Weg gebracht haben, hier eine Dynamisierung bekommen und auch das Klimawohngeld vorfinden werden. Und ich bin sicher, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, insbesondere bei der Ministerin und dem Bündnis fürs Wohnen. Und Herr Kühn, viele Dinge brauchen eben auch vielleicht eine längere Beratungszeit. Wir haben ja das Bündnis nicht gemacht oder eingeführt, weil wir vorher alles wussten.
sondern wir haben gesagt, wir wollen die Fachleute, eben alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt, auch mit einbinden und hier eben punktgenau und bedarfsgerecht Lösungen finden. Und ich bin der Ministerin sehr dankbar, dass sie jetzt für September die ersten Ergebnisse angekündigt hat. Und ich hoffe, dass wir daraus eben gute Entscheidungen ableiten werden. Ich bin der Ministerin auch sehr dankbar, dass sie das Wohngeld als in seiner sozialen Funktion gestärkt hat, dass wir das Wohngeld eben auch gestärkt haben als vorgelagertes Sicherungssystem. Wir haben aber noch viele Aufgaben. Das Wohngeld kann nicht alleine die sozialpolitischen Probleme lösen. Zu geringe Einkommen, zu geringe Renten, das kann nur ein Instrument sein. Aber ich will Ihnen noch zwei, drei Dinge sagen, die vielleicht auch noch wichtig sind in den nächsten Monaten. Wir müssen die Modernisierungsumlage müssen wir angehen. Und ich hoffe, dass wir im Dezember einen guten Gesetzentwurf vorliegen haben durch Heiko Maas. Und der zweite große Punkt, und jetzt höre ich auf, damit ich einigermaßen in der Zeit bin, ist das große Thema Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, weil ich glaube, dass wir als Bund hier in der Vorbildfunktion sind. Ich sage das immer wieder. Ich hoffe, dass wir Lösungen hinkriegen, insbesondere in Ballungsregionen. Herzlichen Dank, Glück auf.